Guten Abend. Wir sind heute wieder bei Herrn Dr. Klingel, unser Anwalt für Verkehrsrecht, und starten das Jahr 2018 mit ein paar spannenden Verkehrsfragen. Wir haben ja alle gute Vorsätze getroffen für 2018, unter anderem mehr Gelassenheit. Das soll sich auch etwas auf den Verkehr ausüben. Was können wir da besser machen? Aus Ihrer Tätigkeit gibt es da sicherlich einige interessante Erfahrungen. Interessante Frage an einen Rechtsanwalt, der sehr viele Verkehrsunfälle die letzten 40 Jahre bearbeitet hat. Wenn man das so zusammenfassen kann, es gibt 10 wichtige Situationen, denen Unfälle passieren. Ich will jetzt nicht einzeln aufzählen, aber mal betonen: Wenden, rückwärtsfahren, Spur wechseln, auffahren sind die Hauptsituationen, denen Unfälle passieren. Geschwindigkeitsüberschreitung, Vorfahrtsverletzung kommen als Hauptursachen mit dazu. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, was Ursache dieser Unfallsituation ist, dann würde ich im Nachhinein immer sagen, mangelnde Aufmerksamkeit, mangelnde Achtsamkeit. Wenn man sich bewusst ist, in einem Auto zu fahren, dann weiß man auch, dass man damit etwas Gefährliches macht. Es kann immer etwas passieren im Auto. Und wenn man sich bei Beginn des Fahrzeuges einen Moment zusammennimmt und sagt, Moment, ich steige jetzt in ein Fahrzeug ein und da muss ich mir bewusst sein, dass es eine gefährliche Sache ist, dann habe ich schon mal einen wichtigen Schritt gemacht. Wenn man feststellt oder wenn man weiß, dass die Verkehrsmoral stark gesunken ist, dann fragt man sich, woran liegt das? Das liegt an dem nicht aufmerksamen Fahren, an dem aggressiven Fahren, an dem Glauben, alle anderen Verkehrsteilnehmer sind meine Feinde, übertrieben, aber sind zumindest störend für mich. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, als ich selbst Motorradfahrer war, bin ich 2 Jahre lang nur mit dem Motorrad gefahren und für mich waren Autofahrer dann Feinde. Und da ist mir ein Fastunfall passiert und dann habe ich gesagt, nee, das ist zu viel, habe dann die Einstellung geändert, weil ich wusste, es lag an der Einstellung. Wenn man das weiß, kann man sehr viel vermeiden. Eine gute Verkehrsmoral vermeidet Unfälle, sagen bekannte Verkehrspsychologen. Ist nicht so, dass man jetzt sagt, man muss mehr kontrollieren, man muss mehr das Bußgeldschwert auspacken. Der Meinung bin ich nicht. Es gibt, wenn man die Zahlen sich anschaut, 4,5 Millionen Bußgeldverfahren. Das sind nur diejenigen Verfahren, die auch verfolgt werden. Aber man weiß aus dem täglichen Verkehr, dass es wesentlich mehr Fehlverhalten gibt. Und wenn man sich das vorstellt, was alles für Folgen damit verbunden sein können, dann kann man sich vorstellen, wenn man sich dann vom Verhalten her verändert, dass dann eine Großzahl von Unfallsituationen vermieden wird. Das waren jetzt interessante Perspektiven für meine guten Vorsätze für 2018. Wenn ich mich jetzt in den Verkehr stütze, noch ein paar gute Tipps, worauf sollte ich achten? Achten, das war das entscheidende Wort. Wenn man achtsam im Verkehr ist und ein Auto ist ein gefährliches Fahrzeug, dann macht man wesentlich weniger Fehler. Ich denke, das war für den einen oder anderen ziemlich aufschlussreich. Ich selbst werde mich in Zukunft da etwas kontrollierter verhalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Da freue ich mich.